So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es mal ganz komplett was anderes auf dem Channel. Wir sitzen hier in einem 2019er Jeep. Mehr verrate ich erstmal nicht. Das Ding hat auf jeden Fall über 700 PS. Punkt 2 ist, wir haben heute einen Praktikanten dabei. Witzigerweise heißt er auch noch Philipp. Kommt aus der Nähe von Wiesbaden, ne? Ja, Frankfurt. Macht eine Woche Praktikum bei uns und das nutzen wir direkt erstmal aus. Und Philipp wird euch jetzt erstmal ein bisschen was über dieses Auto erzählen. Genau, ich habe mir schon eine kleine Liste geschrieben. Vorbildlich wie in der Schule. Ja. Also, es handelt sich um einen 6,2 Liter Kompressormotor V8, der ursprünglich halt aus dem Hellcat kommt, also Dodge Challenger und Dodge Charger. Wie Philipp auch schon gesagt hat, haben wir 710 PS. Heißt, wir kommen von 0 auf 100 in 3,7 Sekunden. Mit einem Gewicht von gut 2,5 Tonnen. Höchstgeschwindigkeit haben wir dann fast 300 km/h, also 290. Und Jeep hat angegeben 17 Liter verbraucht er, aber so wie Philipp fahren wird, denke ich, wird es ein bisschen mehr sein. Was soll das heißen? Preis fängt ab 130.000 Euro an. Da muss ich einmal kurz einschreiten. Das ist halt wirklich heftig, ne? Wenn man sich überlegt, 130.000 Euro für einen Jeep aus Amerika, wo man Autos wie, ich sag mal so, in Richtung RS6, M5 und so weiter für bekommt, ne? Ja. Ist das schon wirklich... Also, ich freue mich, dass Alex uns das Auto zur Verfügung stellt. Alex hat direkt bei uns um die Ecke eine Aral-Tankstelle. Jetzt muss ich leider was Negatives sagen. Lieber Aral-Konzern, es gibt dort kein Ultimate. Vielleicht könnt ihr dem Alex ja eine Freude machen und zufälligerweise einen Tank mit Ultimate befüllen. Dann würde ich ja nämlich auch immer tanken können. So, okay, nee, Alex hat uns dieses Auto zur Verfügung gestellt. Wir werden mit Alex in Zukunft noch ein paar weitere Sachen machen. Der ist noch ein bisschen kamerascheu, vielleicht ändert sich das ja noch, weil der ist nämlich, ich sag jetzt mal Ami-Schrauber, der hat nämlich so einen alten Jeep aus den 80ern, wo er tatsächlich den V10 von der Viper reingemacht hat. So, das Ding wollen wir eigentlich irgendwann mal testen und euch zeigen, aber wir grooven uns jetzt erstmal warm. So, jetzt gebe ich wieder das Wort. Genau, ja, also wir haben da fast alles jetzt durch. Also 868 Newtonmeter haben wir. Wir haben eine Brembo-Bremsanlage, verstärkte Automatik, verstärkte Antriebswellen, dass das Getriebe mitkommt. Der einzige Nachteil ist, auch wenn es vielleicht kein Nachteil ist, der Innenraum ist ähnlich wie der Jeep SRT, also das etwas schlechtere Modell mit ca. 460 PS waren es, glaube ich. Und ja, der Gangwechsel ist sehr schnell. Wir haben im Track-Modus 160 Millisekunden. Den haben wir schon drin. Und was halt Vorteil ist an dem Auto, das ist halt total Alltagskomfort, sage ich mal. Ich meine, wenn man jetzt für den Preis, kann man natürlich viele andere Sachen kaufen, aber man hat auf jeden Fall ein alltagskonformes Auto. Ja, ich merke, das macht Spaß mit dem Praktikanten, ne? Ja. Das können wir jetzt immer so machen. Fahren einfach mal los und die Details kommen von hinten quasi. Ja. Nochmal kurz zu dir, Philipp. Eigentlich machst du ja nur ein Praktikum bei uns, weil du einfach mal so mit dabei sein wolltest, ne? Genau, ja. Ich komme ja eigentlich aus Kelkheim. Grüße an meine Freunde. Und mein BWL-Studium fängt Ende August an und ja, ich habe jetzt die Zeit genutzt, um beim Philipp mal ein Praktikum zu machen, weil ich auch sehr autoaffin bin und ja. Ja, ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass nach einer Woche mit uns, weil Philipp kommt morgen noch mit auf ein Event, das BWL-Studium noch stattfinden wird und du nicht auf einmal eine ganz andere Lebenseinstellung hast. Ja, ja. So, okay, jetzt haben wir erstmal die Basics, jetzt können wir zum Spaß übergehen. V8 über 700 PS. Ich bin gespannt. Wenn man so ganz bisschen Gas gibt, hört man schon den Kompressor von vorne. Jeder, der noch nie so einen Kompressormotor gefahren ist, das ist dieses Jaulgeräusch. Der Laie würde denken, es ist kaputt. In dem Fall hier ist es noch ein bisschen stärker, weil ja noch ein anderer Luftfilter drin ist. Und dann bollert das natürlich extra. Ich höre es auch zum ersten Mal. Das höre ich auch. Ja, also man kann das jetzt nicht vergleichen mit dem typischen C200 Kompressor von Benz damals, ne? Ja. Weil der Kompressor, man darf immer nicht vergessen, ein Kompressor hat
eine relativ hohe Verlustleistung, dadurch, dass der Kompressor einfach immer angetrieben wird und nicht wie ein Turbolader nur unter Volllast richtig angetrieben wird, hat man halt diese Verlustleistung immer. Das heißt, diese Verlustleistung muss man erstmal einmal überwinden, um dann die Mehrleistung aus dem Kompressor rauszuholen. Und deswegen braucht man bei 700 PS schon einen richtig männlichen Kompressor, der hier drauf sein wird. Wir gucken auf jeden Fall nachher mal unter die Haube. Und ja, der macht halt solche Geräusche. Ne? Das ist ordentlich auf jeden Fall. Das ist auch tatsächlich jetzt das leistungsstärkste Auto, was ich jetzt bislang dann mitgefahren bin. Echt? Ja. Ja, sonst jede Menge, ich sag jetzt mal, spielerische Futures. Also, krass ist halt immer, man hat so einen halben Tacho, der dann noch bis 320 geht. Also, ich denke mal, da guckt man auf jeden Fall immer besser auf den Digitaltacho, bevor man hier auf die Schnelle erkennt, was sich da drin so tut. Ne? Dann haben wir jede Menge Futures hier in der Mitte. Das ist halt so ein bisschen Ami-Style. Performance Pages mit Ladedruck, Newtonmeter, kW, 8-Gang übrigens. Da kann man jede Menge gucken. So, hier kann man nochmal schön sehen, jedes Mal, wenn wir ein bisschen Gas gegeben haben, was das Ding so macht. G-Kraft ist auch noch drin. Das heißt, ich denke mal, das Ding kann auch sogar Zeiten messen. 0, 100, 100, 200 und so weiter. V-Max, ja, denke ich mal, das werden wir heute nicht testen können, aber knapp 300 ist natürlich für so einen Koffer auch schon eine Nummer, ne? Okay, also im Track-Modus muss ich scheinbar selber schalten. Geil, klingt so ein bisschen, da klang er gerade so ein bisschen Mercedes-mäßig, ne? Ja, so das typische... Ist auch geil, wie der Kompressor immer so ein kleines Jaulen immer noch mit abgibt, so beim Runterschalten. Dadurch, dass der Kompressor wirklich dauerhaft über einen Riemen mit dem Motor verbunden ist mit der Kurbelwelle, wenn du runterschaltest und die Drehzahl hochgeht, geht die vom Kompressor natürlich auch ruckartig hoch. Und deswegen wird er auch einmal beschleunigt. Also man muss auf jeden Fall sagen, fährt sich extrem leichtfüßig. Also hat gefühlt gar kein Loch. Also egal, in welchem Gang du wieder reintrittst, das Ding fährt gleich vollkommen normal los. Aber klar, bei dem Hubraum, ne? Ja. Ist das auf jeden Fall auch selbstverständlich, denke ich mal. Das war alles immer noch nur so Viertellast. Wir machen mal als allererstes, wir machen mal erstmal auf ganz normal Automodus. Wir sind jetzt wieder voll eingestiegen. Wir gucken mal, ob das Ding eigentlich auch leise kann. Man hört auf jeden Fall gleich, dass im Auto-Modus deutlich weniger Leistung ist. Das meinte Alex auch eben gerade zu mir. Und gefühlt hört man es auch schon so ein bisschen. Ja, doch, man hört den Kompressor immer noch raus. Ich glaube nicht. Also ein bisschen vielleicht, aber also ich würde sagen, dass die Bolle hat immer noch so richtig hinten raus, ne? Ja. Okay, ich würde sagen, wir schalten wieder auf den Track-Modus. Da macht er nämlich auf jeden Fall volle Leistung. Und dann gibt es auch noch Sport. Ah, guck, wenn ich in Track-Modus und noch auf... warte mal, ist es nicht? Darüber gehe? Hat er eben nur einmal gezeigt, dann macht er die Traktionskontrolle auch komplett aus alles. Okay. Dann ist wirklich alles aus. So, man muss auch dazu sagen, Allrad. Das heißt, ich denke mal, der wird jetzt eh nicht so bösartig durchdrehen, aber durch den Allrad schafft er halt auch wirklich diese 0-100 unter 4 Sekunden, was natürlich auch schon heftig ist. Ne? Ja. Man kann auf jeden Fall mit Gaspedal und Schaltwippen dazu so ein kleines Orchester komponieren da vorne. Ne? Ich wollte auch gerade sagen, die Klangkulisse ist echt spannend irgendwie. Aber wenn ich mir jetzt überlege, man würde das jeden Tag so fahren, muss man Bock drauf haben. Ne? Ja, das stimmt, das muss man wirklich wollen. klingt so ein bisschen wie, ja, wenn man so an eine Flex mal kurz was ranhält. Ja, das stimmt, stimmt. Hört sich auf jeden Fall so an, als wenn es lauter wird, mit mehr Gas geben.
Was war das Schnellste, was du bisher gefahren bist, Philipp? 911er Turbo S, 992. Oh, okay, ja, dann warst du ja schon flott unterwegs. Ja. So, wir fahren mal 50. Ja, einmal durchs Auto geflogen hier. Ja, wird auf jeden Fall dann doch nochmal oben raus lauter hin, ne? Ja. Und schreit einen schon ganz gut an. Bin mal gespannt, ob das ansatzweise so rüberkommt, wie es live ist. So, das ist halt der Vorteil von dem Ami V8. Wir können bei 70 im achten Gang fahren. Das Ding fährt so knapp über Leerlaufdrehzahl. Und wenn ich jetzt reintäte, beschleunigt das Ding sogar tatsächlich noch. Und das im achten Gang. Zack, 100. Weiß ich noch, da gab es früher mal so Videos. Da haben sie mit einer Corvette, sind sie glaube ich von 40 bis 200 in einem Gang gefahren, oder? So auf Durchzug. Das ist halt Ami-like. Hubraum, ist durch nichts zu ersetzen. Ist auch witzig, wenn man. Also der Kompressor braucht so. Wenn du bei 2,5 runterschaltest, macht er noch kein Geräusch. Wenn du bei 3 runterschaltest, fängt er dann so an. Das heißt, so 2,5, 3000 Umdrehungen braucht er schon. Was ich auch zum allerersten Mal habe, ist, hier sind hinter dem Lenkrad auch nochmal Knöpfe. So wahrscheinlich so zum Navi und Sprachbedienung und sowas. Kenn ich so auch noch nicht. Ja, ich würde gucken, würde sagen, wir gucken mal, dass wir eine kleine Autobahn finden. So, also was auf jeden Fall extrem Spielerei natürlich ist, man kann wirklich im Tacho alles durchklicken. Das heißt, er zeigt einen G-Kräfte an, Rundentimer, dann kann man da komplett Höchstgeschwindigkeit, 0-100 und all sowas. Na guck, 3-8 als letztes, Bestzeit 3-6. Okay, da ist Alex schon mal ganz gut mit durchgebraten hier, ne? So, wir sind auf der Autobahn. Das ist doch richtig. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was das Ding 100-200 fährt. Was tippst du? Boah, schwierig. Ich würde jetzt mal sagen, hohe 8 oder so? Hohe 8. Das wäre schon gar nicht so langsam für so einen Koffer, ne? Ja, aber hat halt auch 710 PS. 710 PS, 2,5 Tonnen, das ist schon ordentlich. Mhm. Du hast auch vorher geguckt. Ja, es war 102,95. Mit einmal Begrenzer. Ja, mit einmal Begrenzer. Also warst mit deiner hohen 8 doch schon ganz gut dabei, sag ich mal. Ja, gut. Trotzdem noch eine halbe Sekunde Unterschied. Aber... So, wir nutzen mal einmal kurz die Chance, unter die Haube zu gucken. Interessiert mich einfach mal. Mal gucken, wie das da aussieht. Ja, Riesenmotor. Aber trotzdem gefühlt noch richtig schrauberfreundlich, das Ding hier. Weil hier ist ja tatsächlich noch riesen Platz. Riesen Turbolader. Kompressor. Riesen Kompressor. Ich war so gerade so fixiert hier drauf, weil ich am Überlegen bin, ob hier wohl ein Ladeluftkühler drin ist. Ich vermute es mal. Dass ich gerade beim. Natürlich beim Kompressor war. Ja, Kompressor angetrieben. Über den breiten Kai-Rippenriemen hier. Ihr seht da schon die andere Ansaugung. Deswegen schreit uns das Ding auch an, weil natürlich mit dem offenen Filter hier drin ist das natürlich schon eine Nummer. Ja, sonst nicht viel zu erkennen. V8, Ami-Style, Kompressor in der Mitte. Ich würde sagen mit Ladeluftkühler hier drin. Und mehr kann man auch gar nicht zu zeigen. Das ist halt krass. Riesige Brembo-Bremse. Ich würde mal sagen, das sind Minimum 420 mm, wenn nicht noch mehr. Weil wir haben hier 20 Zoll. Ja, also ich würde sagen, 420er Scheiben sind das auf jeden Fall. Hinten ein Tucken kleiner. Okay. Ja, krass. Extrem unscheinbares Auto. Jetzt müssen wir ein bisschen ballern.
So, was ich auf jeden Fall gerade so richtig feiere, man setzt sich hier selbstverständlich rein und fährt einfach los. Der fährt auch einfach los, aber der fährt tatsächlich einfach so im zweiten Gang los. Das Ding hat einfach so viel Hubraum, der braucht gar nicht den ersten schalten. Kann im ersten losfahren. Normalerweise fährt er im zweiten. Na, dritte geht nicht. So. Ich würde sagen, wir ziehen jetzt einfach noch ein paar Mal auf der Autobahn durch. Ich würde liebend gerne die Launch Control testen, aber Alex kommt am Wochenende mit zum Race 1000 nach Neu-Hardenberg. Das heißt, wir können da die halbe Meile fahren und können da natürlich perfekt auf der abgesperrten Strecke die Launch Control vernünftig testen. Somit brauchen wir das hier nicht machen. Aber ich würde sagen, festhalten, es geht los. Testen mal, wenn wir ihn selber schalten lassen, wie er das so hinkriegt. Geht das in dem Track-Mode? Ich glaube ja. Nee. Track-Mode muss man definitiv selber schalten, weil selbst wenn ich jetzt Vollgas gebe, schaltet er nicht mal selber runter. Ja. Wir auf D sind. Da macht das. Okay. Also Sportmodus muss man definitiv immer selber schalten. Okay, also dann geht aber Track mit D. Ja. Und dann sollte es Auto gehen. Schalten. Also die Akustik ist schon, ja, voilà, schon brutal. Ne? Mich ja, würde mal interessieren, ob das von außen auch so laut ist oder ob das einfach nur hier drin so laut ist. Die Sitze können ein bisschen mehr darauf ausgelegt sein, was hier so passiert. Vom Seitenhalter meinst du? Ja, ich rutsche hier ein bisschen durch die Gegend. Also als Fahrer geht's eigentlich. Also klar, ist jetzt kein Sportsitz. Aber man darf auch nicht vergessen, in so ein SUV müsst du auch irgendwie mal einsteigen. Ne? Ja, gut, das stimmt. Jetzt weißt du, was hier los ist hier. Ja. Fahrwerk ist auch straff, definitiv. Also was das Auto auf jeden Fall hat, ist, die ersten Gänge sind sehr lang und dann ist die Abstufung relativ kurz. Ja. Also da ist schon viel, viel am Schalten oben raus. Das Ding soll knapp 300 fahren? Ja. Krass. Ob man das unbedingt machen muss und braucht, ist eine andere Sache. Wobei er sich ehrlich gesagt sicher fährt. Ne? Ist jetzt nicht so, dass man hier irgendwie Angst drin bekommt. Ist halt aber auch ein Riesenschiff. Ne? Ja. Also die 8 Gänge müssen natürlich auch erstmal irgendwie, muss erstmal ein 8. kommen. Befeuert werden. Ja, der fährt die 300 wahrscheinlich auch nicht im 8. Oder? Nee, denke auch eher 7. Also was man natürlich einfach fairerweise sagen muss, ist, es rechnet natürlich keiner mit. Ne? Nee. Wenn du jetzt mit dem Ding hier einfach durch die Baustelle fährst und auf einmal wird frei und du klappst das Ding voll auf, dann passiert halt schon richtig was. Ne? Wo alle denken würden, oh, lieber rechts rüber und gib ihm so. Das ist schon cool, also undercover ist man schon mit unterwegs. Bis auf das Geräusch, aber das hört man jetzt nicht immer sofort. So, ich würde sagen, dann gucken wir nochmal, ob wir nochmal eine 100-200-Messung hinbekommen. So, wir machen mal Kickdown auf D. Bergauf. Ging bergauf und ich vermute, dass der wird einen zweiten Wasserkreislauf für den Luftkühler haben. Also der Luftkühler ist wassergekühlt und dadurch, dass wir eben gerade im Stau standen, hitzt sich das natürlich tierisch auf. Ja. So, das heißt, der wird jetzt gerade, jetzt müssten wir ihn erstmal wieder so richtig, richtig kalt fahren. Aber trotzdem, zieht locker durch. Schaltvorgänge
wenn man jetzt so diese VW Audi DSG Schaltvorgänge BMW gewöhnt ist, ist es schon halt immer noch mal richtig so, dass das Ding halt noch so richtig schaltet. Ja. Aber das ist halt bei einem Wandlergetriebe so. Dafür fährt das Ding halt so schön sauber dann auch los, ne? Oder? Nee, jetzt fällt es mir gerade ein, wir haben ihn jetzt ja auch schalten lassen. Das ist natürlich auch. Vielleicht war mein manuelles Schalten dann doch schneller. Ja. So, das heißt, wir gehen einfach nochmal wieder auf manuell. Ich sage, der ist definitiv, fühlt sich auch so an, dass er jetzt viel freier rausdreht, dass er sich selbst jetzt gerade einfach beim Rollen schon wieder abkühlt. Ja, da wird Alex auf jeden Fall am Wochenende beim Race 1000 viel Spaß haben, weil da ist es halt leider immer so, dass man natürlich anstehen muss und wenn man dann so ein Wetter wie heute hat, ne, hat man halt keine Chance, das runterzukühlen, weil dieser Wasserkreislauf ist nicht wie ein normaler Kreislauf, das heißt 90 Grad, sondern wenn man natürlich die Ansaugluft auf 30, 40 Grad runterkühlen will, dann muss die Flüssigkeit natürlich da drunter sein. Das ist natürlich schwer. Achtung, ich bremse mal ein bisschen stärker. Ja. Bremst du da? Ja, definitiv. Will ich nicht wissen, was passiert, wenn er dabei 250 mal so richtig in Anker schmeißt. Da brauchst du auf jeden Fall bestimmt beide Hände am Lenkrad und durchziehen. Ja. Aber man gewöhnt sich komplett an dieser Akustik irgendwie. Naja. Also das mit dem Kompressor, das nehme ich quasi schon nicht mehr wahr. Witzig ist auf jeden Fall, wenn du im ersten Gang reintrittst, musst du eigentlich sofort am Hebel ziehen, dass er einen zweiten reinmacht. Mhm. So, jetzt würde mich mal interessieren, was wir jetzt gerade verbraucht haben. Ja, 22,6 Liter. Das ist doch mal sportlich. Das finde ich ja immer cool bei den Wandlergetrieben, dass man die noch so... Naja. Man denkt, der fährt gleich einfach, fährt mit vorderer Appellose. Ich bin losgefahren, habe sofort am Hebel gezogen und er ist trotzdem noch in den Begrenzer reingefahren. Und ich habe gar nicht mit gerechnet. Ja, also die ersten Gänge sind so kurz, also ruppt auf jeden Fall gut an. Ne? Ja. Du musst mich immer noch fester reinsetzen irgendwie. Ich will das auf jeden Fall einfach nochmal einmal probieren im ersten Gang. So, wir nehmen den ersten Gang, also wir drin. Dreht Vollgas rein und zieh sofort am Hebel. Mhm. Right? Ja, ja. Ja, nochmal. Ja, man muss wirklich reintreten und man muss gar nicht drüber nachdenken, gleich ziehen. Dann passt das. So, je länger wir mit dem Fahrzeug fahren, je fitter werden wir damit. In unseren schönen Performance-Pages haben wir genau das, was ich gerade besprochen habe. Wir haben tatsächlich eine Ladeluftkühlmitteltemperatur. Die ist jetzt wieder einigermaßen runter. 38 Grad, das heißt, da kann man auf jeden Fall schon mal mit arbeiten. Getriebetemperatur 94 Grad, Ladedruck 0,6. Das wird jetzt gerade, da müsst ihr jetzt gerade, das ist jetzt gerade eigentlich ein Unterdruck. Das ist halt je nachdem, ob absolut oder relativ. Das Coole ist, es zeigt tatsächlich sogar einen AFR-Wert an, also eigentlich einen Lambda-Wert. Die Amis machen lieber einen AFR-Wert. Und hier haben wir sogar eine Ansauglufttemperatur. Das ist cool. Also eigentlich jegliche Displays, die wir bisher immer so verbaut haben, braucht man hier nicht mehr. Weil das Ding zeigt einfach direkt schon alles an. Ne? Ja, alles mit drin. Ja, ich würde sagen, so viel zu unserem Track Hawk. Jetzt gibt es einen kleinen Porn und dann geht's auf dem Race 1000 in Neuhardenberg weiter. Wir sind angekommen auf dem Race 1000 in Neuhardenberg, wie schon bereits gesagt.
leider, verständlicherweise können wir ja nicht zu zweit fahren, weil dann fangen nämlich alle an und wollen zu zweit fahren. Deswegen muss ich das Ganze jetzt alleine machen, aber das wiederum heißt auch, dass Maxi das Ganze von außen filmen kann. Yay! Nur du kannst leider den brutalen Schub nicht. Ah, sowas. Aber ich würde sagen, ich knall jetzt hier einmal hoch und runter, dann gucken wir uns mal die Driftbox-Zeiten von dem Koffer an und dann gibt es nochmal ein kleines Resümee am Ende. Jawohl. Ich wollte die Launch Control nicht testen, bin deswegen so ein bisschen gegen die Bremse losgefahren und das Ding hat tatsächlich einfach so viel Wumms. Obwohl ich die Bremse voll getreten habe, gibst du Gas dazu und das Ding springt einfach nach vorne und war dementsprechend Fehlstarte. Ich kann es dir nicht genau sagen. Ich war verwirrt, dass du auf einmal schon losgefahren bist. Ach so. Es kann gut sein, dass du Fehlstart war. So. Ich habe nämlich nicht damit gerechnet. Ich bin der Meinung, war ein Fehlstart, aber trotzdem, das Ding macht eine 0-100, so gegen die Bremse in 4-2, 100, 200, 10-0 und das auf dem Event. Ja. Das ist für so einen Koffer, klar. Ist kein Rennwagen, aber man darf immer nicht vergessen, wir sitzen ja im SUV. Ich hatte schön die Klimaanlage an die ganze Zeit. Verständlich. Und bin einfach drauf losgefahren. Ich würde tippen, laut Box war es irgendwas um die 230. So, ne? Ja, in diesem Sinne, krasses Auto. Ein Auto wirklich für sich. Bums ohne Ende. Kann man theoretisch alles mitmachen. Muss man mögen, muss man feiern. In diesem Sinne, hat Spaß gemacht. Ja, definitiv. Danke Alex, dass du uns das Auto gegeben hast und jetzt gucken wir uns als nächstes lieber mal deine anderen Projekte da an, weil ich denke, die sind mir noch mal interessanter. Bis zum nächsten Mal.